heute, den 9. Februar 2024. Heute möchte ich mal zeigen, dass das sogenannte Egon-Signal, das haben wir schon öfters besprochen, ist eigentlich ein Sekundarradar, zu vergleichen mit IFF, Identification Friend or Foe, ist in fact Freund-Feind-Kennung. Und das ist eigentlich das Hauptsignal. In diesem Falle wurde es als Begleitsignal oder Leitsignal verwendet, sodass das Flugzeug vom Flughafen bis zum Ziel geführt wurde, ohne selbst mit Sprache zu kommunizieren. Das Signal ist dann auch zwar peilbar, aber dessen Inhalt ist entfernungsmäßig bestimmt und wird dann auch nicht, ist nicht lesbar für wem auch immer, weil es nur gültig ist zwischen dem direkten System, Nachtfähigsystem, Flugzeug zum Nachtfähigsystem, und das ist entfernungsbedingt. Niemand kann sonst wissen, welche Phase mit welcher Phase gesendet wird. Das Flugzeug wird geführt von der Bodenstation Egon, und da wird ihm erzählt, nach links, nach rechts, schneller fliegen, langsamer fliegen, diese Route folgen und so weiter und so weiter. Jetzt oder heutzutage sagt man eigentlich, Nachtfähig ist ein sogenannten Payload. Das heißt, der eigentliche Träger ist das Nachtfähig-Signal, ist das Egon-Signal, und wir sind nur zu Gast. In unserem Falle haben wir ein etwas andere Zahlen nützen müssen, weil für uns die Ausgangsfrequenz ist ein Rubidium-Standard von 10 Megahertz, und davon abzuleiten 498 Hertz oder 502 Hertz, das ist ohne Mimik ja nicht möglich, und deswegen haben wir es umgekehrt. Wir haben anstatt Egon 500 Hertz, jetzt in diesem Falle 501 Hertz, und 501 Hertz, und unser Signal ist nun gezwungenermaßen 500 Hertz. Jetzt werde ich nochmal zeigen, wir werden es erstmal nach 502 nochmal bringen. So, jetzt dreht es schneller und man kann sehen, dass im Grunde unser Nachtfähigsignal ja nicht gestört wird. Und weil das eine ist kohärent und das andere ist nicht kohärent. Und unser Nachtfähigsignal ist für uns kohärent. Und auch wenn ich das jetzt wieder zurückfahre auf, sagen wir mal, 498, das ist hier 498, also es dreht sich 2 Hertz Unterschied, aber jetzt in der anderen Richtung. Ich hoffe, dass es verständlich ist, diesen Ausführung. Und hier haben wir wieder, nein, das ist zu schnell.
hier haben wir wieder 499 Hertz. Und das ist ganz einfach nur ein Hertz, obwohl im Nachtwächtersystem nur zwei Herzstufen vorgesehen sind. 2 Hertz, 4 Hertz, 6 Hertz. Aber schon einen Hertz macht keine richtige Störung. Es ist eigentlich, es dreht sich, aber unser Nachtwächtersignal, unser Kommandosignal bleibt direkt stehen. Danke.